Hi, ich bin Leni und ich habe die letzten 6 Monate an der Gold Coast in Australien verbracht. Ich durfte in den letzten 6 Monaten die wunderschönsten Orte entdecken. Nicht nur Wasserfälle und Strände, sondern so viel mehr. Und das nicht nur an der Gold Coast, sondern auch Byron Bay, Sunshine Coast und an ganz, ganz vielen anderen Orten. Und ich kann euch versichern, in Australien gibt es die wunderschönsten Sonnenauf- und Untergänge und den schönsten Sternenhimmel. Von der Natur hat mir jedoch am besten Noosa gefallen, mit deren Stränden und dem National Park. Ich war außerdem an der Southport State High School und habe dort die besten Leute kennengelernt. Wir waren mit der Schule unter anderem auch in Tangalooma, wo wir tauchen waren, Delfine füttern konnten und Bodyboarding gemacht haben. Es war wirklich einer der schönsten Urlaube, die ich je hatte. Ich hatte auch die Möglichkeit, mein allererstes Footy- bzw. Rugby-Game in Australien zu sehen. Eins meiner Highlights war jedoch der Currumbin Wildlife Park, weil ich dort einen Koala auf dem Arm haben durfte und die sind so unfassbar süß. Wir waren dann noch einen Tag auf Fraser Island. Falls ihr dazu noch ein paar Sachen sehen wollt, findet ihr noch ein Video auf dem Experiment-Account. Und wenn man schon einmal an der Gold Coast ist, ist SeaWorld wirklich ein Highlight für sich. Nach 6 Monaten musste ich dann leider auch nach Hause, aber ich werde die Erinnerungen an Australien nie vergessen.